Ist Ihnen der Name auch bekannt oder spielt mir mein Gedächtnis einen Streich? Ich kam jetzt so darauf, weil das mit dem Buch zusammen in Zusammenhang war. Ich erinnere mich nicht daran, diese ganzen Namen, es waren einfach furchtbar viele. Aber ich glaube Ihnen das, wenn Sie das so gehört haben. Warum auch nicht? Wäre aber schon ein verquerer Zufall. Das stimmt natürlich. Nicht der erste Geist, der auf seinen Mörder zeigt. Obwohl, ich meine, Moment, es muss ja nicht unbedingt der Mörder sein. Vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass uns Askari weiterhelfen kann. Ja, Askari ist grundsätzlich erstmal ein Soldat. Ein Askari ist ein Soldat. Das ist ein Wort für Soldat, oder wie? Korrekt. Aha. Ob das auch ein Vorname ist, ja, wenn der Diener so heißt, dann ist es wohl auch ein Vorname. Oder ein Nachname, oder überhaupt ein Name. Oder Neumeier, meine Herren. Wo kam diese Schlange nochmal her? Taipan? Balien? Balien. Es ist übrigens Neumann. Aber egal. Australien. Ihr bekommt hier gerade dieser ganzen Verwirrung der Gedanke, wie kann eine Indianerin aus Kanada identifizieren, wie ein Toter von einer, der von einer australischen Schlange gebissen wurde, aussieht. Können Sie meinen Gedankengängen folgen? Durchaus. Ja. Das war noch nicht so schwer. Sie hat sich's angeschaut und sie war sich sofort sicher. Wenn sie jetzt Australierin gewesen wäre, könnte man davon ausgehen, dass diese Unfälle regelmäßig passieren. Vielleicht hat es so einen Unfall auch schon mal hier im Haus gegeben, mit einer anderen Person, dass sie das schon mal hier gesehen hat. Ich meine, hätten die anderen das auch sehen müssen, aber wer weiß. Die andere Frage ist, ob es der einzige Lebensort dieser Schlange ist. Wenn sie in Australien ist, kommst du definitiv aus keiner kalten Region. Aber ja, Reptilien sind in der Regel warm. Wechsel. Hat das Kari sich nicht auch die Leiche angesehen? Er hat es nicht erkannt. Ja, oder nicht erkennen wollen. Wir sollten bei ihm nachfragen. Wäre vielleicht interessant zu wissen, was er zu erzählen hat. Haben wir denn sonst noch irgendetwas in einem Raum, was wir uns anschauen könnten? Nur Kleinkram. Ihr könnt nochmal in den Nachttisch reinschauen. Da ist eine Bibel drin, wie es sich gehört. Ansonsten nein. Das ist ein Gästezimmer, ist nicht benutzt worden. Ja, wie gesagt, ein paar Bücher, einfach nur damit da irgendwas im Schrank drin steht, aber nichts Auffälliges. War ein ehemaliges Kinderzimmer. Ich bin ein bisschen wundert, dass er ohne Gefolge angereist ist. Ich deute nochmal auf den Brief. Vielleicht wissen wir bloß nichts von dem Gefolge. Sollten wir auf jeden Fall versuchen herauszufinden, es ist für einen Adeling einfach undenkbar, ohne sein Gefolge zu reisen. Stimmt, Sie haben ja auch Ihren Diener dabei. Wo ist der übrigens? Ich weiß nicht, wo der sich rumtreibt. Wir brauchen ihn ja gerade auch, ne? Nun, haben Sie denn einen Plan? Also auch bezüglich der Ansprache dieses Schreibens? Sollen wir jetzt den Baron irgendwie einzeln zur Seite nehmen und ihn darauf ansprechen? Oder wie ist Ihre Idee dazu? Auf jeden Fall eine Sache Rechnung tragen. Wir dürfen nicht es dazu kommen lassen, dass es für den Baron einen Gesichtsverlust vor seinem Gefolge gibt. Ja, dann lassen Sie es so machen, dass wir ihn wirklich zur Seite nehmen und fragen. Ich würde ihn in Vortritt lassen und würde dann ihn einfach beobachten aufgrund seiner Reaktion. Ich denke, da habe ich ein wenig Erfahrung drin. Ich für meinen Teil würde das Gespräch auch gerne eher beobachten als führen. Ich meine, die gelehrten Herrschaften sind sicherlich besser darin, die richtigen Fragen zu stellen als ich. Sie können ja schauen, ob Sie wieder irgendwelche Momente erleben. Ja, verspotten Sie mich nur. Nun dann, Dr. Meyerhofer, dann scheint es wohl an uns zu liegen. Entschuldigen Sie, ich war gerade nochmal in den Brief vertieft. Was haben Sie gemeint?
Wir werden jetzt mal den hochverehrten Freier zu Köpenick ein paar Fragen stellen bezüglich dieses Briefes. In einem privaten Moment. Ja. Ich bin gerade nochmal über den Satz gestolpert, dass das ein früheres Eintreffen allerdings ausdrücklich erwünscht sei. Nun, so, das stand in unserem Brief doch auch drin. Ausdrücklich erwünscht? Kann sie mir den Brief nochmal zeigen? Ja, aber sicher doch. Ich zeige da mit dem Finger auf eine Stelle. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr abends, wobei von unserem ehrenwerten Gastgeber ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass Besucher gerne schon zu früherer Stunde eintreffen mögen. Was stört Sie jetzt an der Formulierung? Dieses ausdrücklich erwünscht. Er hatte für mich den Eindruck, als wollte man sicher gehen, dass die anderen oder die Empfänger dieses Briefes schon hier sind, bevor wir eintreffen. Aber wir haben den doch auch bekommen. Nein, diesen Brief haben wir nicht bekommen aus dem Aktenkoffer. Der war ja an diese ganz spezielle Gruppe. Wir haben einen anderen Brief bekommen. Dieser Wortlaut, ich meine, ich gebe Ihnen recht, hätte darauf hinweisen können, aber er ist genau derselbe, an dieser Stelle zumindest, wie in unserem Schreiben. Also von daher schließt es das aus, dass da irgendetwas Absonderliches gab in dieser Hinsicht, bezüglich des Eintreffens. Ach ja, stimmt, wir haben eine Einladung bekommen. Ja, stimmt, Sie haben recht. Sie waren anscheinend gerade wieder in einem Ihrer Momente, als Sie darüber gesprochen haben. Nein, ich habe den Brief schlicht und ergreifend nicht gelesen. Man könnte, wenn man sich den Brief natürlich nochmal genau liest, die Veranstaltung ist nach der gemeinsamen Abendtafel um 18.30 Uhr. Wir hatten erst um 18.30 Uhr mit dem Abendessen begonnen. Wir waren aber auch vor 18.30 Uhr hier. Und ich glaube, da kann man jetzt das Wort auslegen, wie man möchte. Also man kann es auch so verstehen, dass damit gemeint ist, nach der gemeinsamen Abendtafel, die um 18.30 Uhr angesetzt ist, wenn man da die dahin setzt. Also ich finde, das kann man daraus auch verstehen. So hätte ich es ehrlich gesagt auch verstanden. Ich glaube, da vielleicht suchen wir da einfach zu weit. Ich denke, allein die Erkenntnis, dass es sich um eine andere Gruppe handelt, die sich mit der unseren Spezies auseinandersetzen möchte und zu wahrer Größe kommen möchte. Ich glaube, das ist die Aussage des Schreibens, die uns dann interessieren wird, oder? Nun, wollen wir dann? Komm, ja. Gut, so geht ihr die Treppe wieder nach unten und könnt, ja, wieder auf versammelte, ja, Herren und Damen treffen, die dort immer noch sitzen. Einige haben sich tatsächlich eine Pfeife angezündet und schmauchen da jetzt. Die Leiche liegt immer noch unverändert mit einem Tuch abgedeckt an dem Platz, wo sie umgefallen ist. Von der Polizei gibt es bisher immer noch keine Spuren und wenn ihr dann durch die Jagdhalle gegangen seid, könnt ihr dort auch erkennen, wie Valrega davor steht und wacht, dass dort keiner vorbeikommt. Wie ein Koloss steht er davor und passt auf, dass keiner hinaustritt. Mein erster Blick geht zur Baronin und zu der jungen Gemahlin von dem Dr. Knödler, wie die sich so gerade verhalten. Ja, die Baronin, die Frau Baronin ist auf alle Fälle wie immer hysterisch. Sie schreit gerade einen der Diener zusammen, wahlweise jemanden, der gerade gekleckert hat, der irgendwie herumgelaufen ist. Irgendwas scheint hier immer nicht zu passen und das ist völlig egal, wie klein oder groß diese Sache ist. Der Baron hat sich gemeinsam mit Dr. Marius Knödler und auch mit Herrn Warkholm zurückgezogen, während Dr. Johansson in einem der Bücher liest, hat sich das sowohl irgendwie herausgenommen und versucht, sich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Es ist natürlich eine angespannte Situation, wenn man hier dieses Gebäude nicht wirklich verlassen kann, wenn man leicht gezwungen ist, miteinander hier zu sitzen, zu stehen. Man hatte auch noch kurz diskutiert, ob man sich dann zurück in den Salon zieht, aber das wurde dann wohl auch mit verschiedensten Kommentaren weggewiesen, sodass sie jetzt alle irgendwie in so einer Sitzecke sitzen. Angespannt.
Die Diener sind auch noch alle anwesend. Die Diener stehen jetzt wie am, hintereinander in einer langen Reihe aufgereiht, mit verschränkten Armen, hinter dem Rücken und warten auf Anweisungen. Wie gesagt, ab und zu werden sie mal zum Getränke holen geschickt oder, da gibt es auch wenig, was sie tun. Auch die Köchin ist natürlich immer noch hier, hat sich nicht wieder zurückgezogen in die Küche, weil, ihr seid quasi fertig mit dem Essen und sollte sowieso wieder keiner gehen. Nur Varäga ist vor der Tür draußen. Der chinesische Chauffeur ist nicht anwesend. Der ist nicht da. Der hat das Haus auch nie betreten. Ja, meine Herren, meine Dame, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Haben Sie Neuigkeiten, haben Sie neue Erkenntnisse, die Sie bei dem Herrn Junker auf dem Zimmer gefunden haben? Das klingt nicht nach sonderlich viel. Sitzt er denn alleine oder separiert oder? Aktuell sitzt er wohl mit Warkholm und Knödler zusammen. Hochverehrter Freiherr, ein paar Dinge haben wir vielleicht doch gefunden. Wäre es Ihnen möglich, vielleicht mit uns an einen etwas ruhigeren Ort zu kommen? Ja, selbstverständlich. Dann gehen wir doch zurück in den Salon und besprechen uns dort. Ja, nickt er, verabschiedet sich kurz von seinen beiden Freunden und geht gemeinsam mit euch in Richtung des Salons, wo vor ein paar, es kommt euch schon vor wie mehreren Stunden, auch der Graf von Blocksberg gesessen hat. Ja, könnt ihr euch dahin zurückziehen, die Tür wird wieder zugezogen, sodass ihr alleine mit dem Hausherrn seid. Herr Baron, eine Frage. Ist so ein tödlicher Unfall im Taipan schon mal vorgekommen oder ein beinahe Unfall? Bisher noch nicht, nein. Ich finde es bloß etwas verwunderlich, dass ihre Dienerin, die wohl aus Kanada stammen soll, so zweifelsfrei feststellen kann, dass es ein tödlicher Schlangenbiss von einem australischen Taipan war. Nun ja, die Gifte wirken wohl alle auf verschiedene Arten und Weisen und greifen wohl, wie mir das gesagt worden ist, das Nervensystem an. Und ich habe selbstverständlich meine Mitarbeiter, meine Dienerschaft darüber in Kenntnis gesetzt, auf welche Art und Weise diese Tiere jagen und töten. Und nun, dann wird sie wohl aufgepasst haben. Das heißt, ihre Köchin hat da nicht aufgepasst. Meine Köchin? Ja, weil die konnte es nicht identifizieren. Ich war mir nicht ganz sicher, haben Sie meine Köchin denn gesehen und sie konnte sie nicht identifizieren? Ja, sie hat gesagt, sie weiß es nicht. So. Das war Ascari, der es nicht identifizieren konnte, richtig? Korrekt. Okay. Dann wäre es wahrscheinlich wohlgelehrter Herr. Es war dieser Ascari, der es nicht erkennen konnte, nicht die Köchin. Das muss mir in der Aufregung gegangen sein. Und auf was schließen Sie jetzt? Ich versuche bloß die Fakten zusammenzutragen. Darum haben Sie uns ja gebeten. Ja, genau. Und es da gibt es. Ja, Herr Professor, bitte. Da gibt es auch noch etwas anderes. Ist Ihnen die Einladung im Gedächtnis, die an uns geschrieben wurde? Meines Wissens haben Sie alle den gleichen Brief bekommen, oder? Ja, dem würde ich so zustimmen, was diese Gruppe hier betrifft. Allerdings haben wir oben auf dem Zimmer eine Einladung gefunden, die sich etwas unterscheidet von der unsrigen. Sehen Sie selbst. Würde ihm dann einmal die Einladung oder beide Einladungen übergeben. Fräulein Neumann, können Sie ihm Ihre Einladung vielleicht einmal geben?
Ja, natürlich, gerne. Ich greife meine Tasche und lege sie ihm dann neben die, die wir oben gefunden haben, auf den Tisch. Ja, in der Tat, diese Einladungen unterscheiden sich wohl voneinander. Wenn Sie unsere Meinung dazu hören wollen, es sieht so aus, als ob eine zweite Gruppe eingeladen wurde, zusätzlich zu der unsrigen. Würden Sie dem zustimmen? Dem würde ich so zustimmen. Ist denn eine weitere Gruppe hier eingetroffen? Es ist außer Ihnen, also außer den Anwesenden, keine weitere Gruppe eingetroffen, nein. Vielleicht müssen wir die Frage anders stellen. Wissen Sie denn, wer alles diese Einladung, sie zeigt auf die Einladung, die sie auch selbst bekommen hat, bekommen hat? Und wer dann dementsprechend vielleicht nicht eingeladen mit dem offiziellen Schreiben, sondern eben mit diesem anderen Schreiben? Da ich diese Briefe nicht selber verschickt habe, sondern dies der Junker getan hat, bin ich mir nicht ganz sicher, wer welchen Brief erhalten hat. Mhm. Und es ist auch niemand erschienen, von dem Sie nichts wussten. Das ist korrekt. Ich wusste über alle Anwesenden Bescheid, dass sie kommen. Dem entnehme ich auch, dass Sie selber nichts von dieser Unterscheidung der zwei Gruppen wissen und auch nicht zu dieser Gruppe gehören könnten. Ja. Was sind denn die anderen Herrschaften eingetroffen? Kurz vor Ihnen. Ungefähr eine halbe Stunde. Auch gemeinsam eingetroffen, wie wir. Im Grunde ja, wie gesagt, wenn man sich dann noch kurz auf die Räumlichkeiten oben zurückzieht, da haben sie nicht wirklich viel verpasst. Wissen Sie denn zufällig, ob die anderen, die vor uns eingetroffen sind, viel miteinander zu tun haben und sich schon vor diesem Treffen kannten und getroffen haben? Nun, Herr Warkholm, als Industrieller wird die anderen wohl nicht kennen. Erik Varenga ist mein persönlicher Assistent und ist darüber im Bilde, ebenso wie ich, wer die betroffenen Leute sind, die hier sind. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das heißt, von den anderen wissen Sie es nicht genauer, ob die sich kennen. Wie gesagt, mein Assistent Varenga kennt jeden anderen, ihn allerdings wird man wohl kaum kennen. Dr. Jonas Johansson kennt natürlich seinen Assistenten, den Doktoranden Georg Lothrecht, und Dr. Marius Knödler ist mit seiner Ehefrau angereist. Sie kennen sich. Knödler und Johansson kennen sich. Mhm. Herr Rohn, darf ich noch eine persönliche Frage stellen? Ja. Ihre Dienerschaft ist ja sehr bunt gemixt und Erik Varenga klingt auch nicht unbedingt nach einem deutschen Namen. Eine Erklärung dafür, warum Sie so eine spezielle Dienerschaft haben? Ich umgebe mich gerne mit Menschen unterschiedlichster Herkunft. Varenga selber kommt aus Norwegen. Dachte ich mir. Auch ein Franzose, so kurz nach dem Krieg unser Verhältnis der beiden Völker nicht unbedingt das Beste ist. Ja, die Situation der Völker ist angespannt. Ich bin nur überrascht, dass es Monsieur Havre hier sich quasi nach Deutschland verirrt hat. Ja, wenn man Spielschulden hat, dann muss man, glaube ich, nicht lange fragen, sondern nimmt viele Aufträge an. Und ich bezahle ordentliches Geld und dann hat er nicht weiter gefragt. Aber wie gesagt, meine Frau hat ihn ja auch des Hauses verwiesen und er kann dann zusehen, welche Gesellschaft er demnächst bedienen wird. In Deutschland wird das zumindest keine mehr sein. Ja, zumindest das forsches Verhalten.
Ich bedanke mich für die Auskunft, Herr Baron. Ich würde vielleicht gerne noch einmal auf das Schreiben zurückkommen. Also wenigstens den Satz, lasst uns erneut die Menschheit auf ihrem Weg zur wahren Größe begleiten, möchte ich doch noch einmal hervorheben. Irgendwie stimmt mich persönlich das bedenklich. Ja, mir geht es genauso. Ich wollte auch nochmal nachfragen, zumal in dem Schreiben auch von unserer Spezies die Rede ist. Hat denn der Junker in Ihrer Gegenwart jemals über irgendwas gesprochen in dieser Hinsicht, dass er irgendetwas erreichen möchte, forschen möchte, in diese Richtung? Etwas erforschen möchte in diese Richtung. Wir alle haben das gleiche Ziel, Kreta. Ja, das ist richtig. Ich meine jetzt unabhängig oder darüber hinaus, sagen wir mal so. Die Ruinen, die wir untersuchen, werden sich wohl... Nun ja, werden wohl minoischer Kultur sein und wir erforschen den Kannibalismus eines Stierkultes. Dies als Spezifikation unseres dortigen Auftrages. Ja, ich habe wahrscheinlich einfach zu weit gedacht oder so. Es ist schon sehr naheliegend, dass es darum geht, ja. Ein paar Zeit frei, Herr. Ich hätte auch noch eine Frage. Welches Gefolge hat der Junker an euren Hof gebracht? Keines. Er ist allein gekommen. Ich glaube mir anzumerken, dass das recht ungewöhnlich ist. Für einen bestimmten Grund. Ich vermute, dass er auf meine Dienerschaft mit zurückgegriffen hat, was ich ihm erlaubt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, mit welchen Aufgaben er sie betraut hat, aber ganz generell durfte er auf sie zurückgreifen. Das ist sehr großzügig von euch. Sagt, wisst ihr, ob der irgendwelche Händel gehabt hat mit dem Herrn Askari? Mit dem Herrn Askari? Askari ist erst seit kurzem bei uns, ich glaube seit einem Jahr. Meines Wissens sind sie nie offen aneinander geraten. Danke euch. Herr Professor von Falkenhorst, verzeihen Sie, hatten Sie noch eine Frage? Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt ein wenig dazwischen gedrängt. Nein, derzeit fällt mir auch nichts weiter ein, muss ich gestehen. Und sehe dann Dr. Meyerhofer dabei an. Ihnen vielleicht? Im Augenblick bin ich nicht ratlos. Möchten Sie meinen Dienern eine Frage stellen? Vielleicht ein Gespräch mit dem Herrn Askari zu führen, mag nicht schaden. Also gut, dann lasse ich ihn rufen. Mit meiner Anwesenheit oder ohne diese? Ich schaue in die Gruppe. Ich glaube mit den Schultern. Also ich persönlich glaube, es wäre sogar besser ohne ihre Anwesenheit. Vielleicht redet er dann offener. Er nickt. Ja, damit nickt er. Wenn keine weiteren Anmerkungen mehr kommen, würde sich verabschieden und nach grob 30 Sekunden geht die Tür ein weiteres Mal auf. Abu Din, eben Askari, tritt herein, macht die Schiebetür wieder zu. Ja, Sie möchten mit mir reden, die Herren. Salam. Hallo, Herr Askari. Eigentlich gibt es noch eine Frage. Ihr Familienname, ist er irgendwie verwoben mit diesem Haus? Nein, ist er nicht. Ich bin erst seit kurzem hier. Sie vielleicht schon, aber vielleicht andere Ihrer Familie? Nein, meine Familie kommt aus Marokko. Was ist denn hier Ihre Aufgabe hier im Haus? Ich bin der Diener. Diener ist ein relativ weit gefasster Begriff. Ihr französischer Kollege hat sich auch als Butler-Diener bezeichnet. Was macht konkret ein Diener im Hause Köpenick? Ich bin dafür da, dass Getränke da sind, wenn der Baron etwas zu trinken wünscht. Ich bringe das Essen, ich staube einmal ab, ich füttere die Tiere.
was so ansteht. Aber ich dachte, der Franzose bringt das Essen und die Getränke. Der Franzose tut in allererster Linie gar nichts. Aber ganz generell sind wir alle... sind wir ganz generell alle dafür zuständig. Sowohl Witboy als auch Avré, als auch Keke. Lediglich Shen als Chauffeur und Akamoto haben eine andere Funktion. Bukar ist in erster Linie Leibdiener, also auch Leibwächter mit seiner Statur. Und Harigupta ist die Köchin. Haben Sie in Ihrer Zeit, wo der Junker hier vor Ort als Gast war, irgendwelche Erledigungen für ihn getan? Ich habe einige Briefe abgeschickt. Haben Sie die noch, die wir dem Freier angezeigt haben? Bitte was? So in den Raum hinein, ohne jemanden jetzt direkt anzuschauen, die Briefe, die wir gefunden haben. Die liegen auf dem Tisch. Ja, er kann sich die anschauen, wenn du ihm die zeigst. Er hat sie selber nie gesehen, sondern immer nur verschlossen, als mit Briefumschlag dann in das nahegelegene Städtchen dann gebracht, wo sie dann beim Postzentrum verschickt werden. Also er kennt den Inhalt der Briefe nicht. Haben Sie die Briefe denn verschickt? Vor gut 1,5 Monaten war das, glaube ich. Alle gemeinsam? Irgendwelche Unterschiede, die Ihnen aufgefallen sind? Alle gemeinsam. Und dann noch die Telegramme an die Familie. An welche Familie? An die Familie derer zu Köpenick. Ist denn irgendjemand von den geladenen Gästen oder allgemein, von denen die Briefe erhalten haben, heute nicht hier? Die Familie Köpenick ist nicht hier. Der Baron hat wohl laut seiner Frau viele Kinder, die allerdings alle nicht mehr hier wohnen. Von ihnen ist keiner gekommen. Was heißt laut seiner Frau? Die müsste doch die Mutter der Kinder sein. Sie ist die Mutter von allen Kindern, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben sie gemeinsam viele Kinder? Wenn Sie mich fragen, sind die nicht alle vom gleichen Vater. Nun, das ist ja beileibe nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich wäre es nur schon, dass sie der Einladung nicht Folge leisten. Oder nicht? Ich meine, danach können wir theoretisch den Baron auch nochmal fragen. Vielleicht ist das Verhältnis einfach nicht wirklich so intakt. Das würde ich lassen. Okay, ist das zu intim? Das klingt schon nach einem sensiblen Thema, ja. Mhm. Aber eine Sache beschäftigt mich noch. Machen Sie zuerst. Vielleicht können wir ja durch die Blume fragen und ob Kinder nicht an der Expedition auch interessiert sind. Ja, das könnte man so machen. Ich möchte Ihnen natürlich nicht vorschreiben, was Sie zu tun oder zu lassen oder zu sagen oder nicht zu sagen haben, aber erlauben Sie mir vorher, bevor Sie die Frage stellen, in Deckung zu gehen?